Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war sie ja schon, die Festtagsrede. Da ist ja auch schon alles gesagt worden, man braucht den großen gesellschaftspolitischen Zusammenhang und man braucht diesen großen gesellschaftspolitischen Zusammenhang, damit wir weiterkommen und wir müssen weiterkommen. Ich will jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen enger auf die Frage von Arbeitszeitpolitik zurückkommen. Und ich muss euch gestehen, dass ich mich in der Vorbereitung mit dieser Festansprache sehr schwer getan habe, weil in dem Einladungsflyer wird uns aufgegeben, wir sollen den 8-Stunden-Tag als eine der großen Errungenschaften der Moderne, der Arbeiterbewegung gebührend feiern. Und wir sollen aber gleichzeitig und in dem Zusammenhang uns auch vorbereiten auf die nächste Etappe, also den 6-Stunden-Tag. Die Margarete hat erzählt, mir liegt der 6-Stunden-Tag sehr am Herzen. Aber wenn man diesen historischen Zusammenhang herstellt, dann fällt einem auf, also dass der 8-Stunden-Tag von einer sehr großen, sehr mächtigen sozialen Bewegung geradezu weltumspannend vorangebracht worden ist, in bewundernswerter Ausdauer jahrzehntelange Kämpfe geführt worden sind. Die bewundernswerte Ausdauer war ein Zitat von Karl Marx. Und dann am Ende diese große, mächtige soziale Bewegung in einer Revolution zu diesem Projekt des 8-Stunden-Tages dann auch zu Gesetzeskraft verholfen hat. Und wenn man sich dagegen den 6-Stunden-Tag dann daneben anguckt, da ist das beides nicht der Fall. Es gibt weder die große, soziale, mächtige, weltumspannende Bewegung, die sich den 6-Stunden-Tag auf die Fahne geschrieben hat. Ich wäre es ja gern, aber ich bin's nicht. Und es gibt erst recht keine revolutionäre Situation, in der der 6-Stunden-Tag als das neue Symbol für den Aufbruch in eine neue Zeit glänzen könnte. Und die Frage ist jetzt, muss man hinter der Feststellung, die ich jetzt getroffen habe, kann man da ein noch setzen? Es ist noch nicht so, es wird aber vielleicht so werden und im Grunde genommen, es muss ja auch so werden, wenn aus dem 6-Stunden-Tag Praxis werden soll. Oder aber müssen wir uns realistischerweise darauf einstellen, dass wenn es auf Bodo Ramelow, auf Margareta Steinrücke, auf alle die, die hier sitzen, ankäme, wäre es kein Problem. Aber offensichtlich, allem Anschein nach, also ist es insgesamt und im gesellschaftlichen Maßstab dann doch ein größeres Problem, was wir uns da vorgenommen haben. Und meine, also weswegen ich mich, glaube ich, so schwer getan habe in der Vorbereitung auf den heutigen Tag, war, dass ich gedacht habe, okay, also man sollte sich jetzt, so habe ich jetzt auch noch die Einladung empfunden, man sollte sich die Geschichte des 8-Stunden-Tages angucken, die Vorgeschichte, wie er also überhaupt zu diesem Symbol des Aufbruchs in eine neue Zeit werden konnte, aber dann eben auch, wie er dann auch gewirkt hat, um aus dieser Geschichte zu lernen für die Zukunft. Das haben wir doch alle so gelernt, dass man das so macht. Und genau daran habe ich mir dann den Kopf sehr zerbrochen. Und ich fürchte, das Ergebnis ist für mich und für alle, die hier sitzen, nicht so furchtbar epochemachend. Aber immerhin, also glaube ich, dass man vielleicht eine These stark machen kann. Die Geschichte des 8-Stunden-Tages also zeigt ja,
Er wurde letztendlich in einer Revolution in Deutschland durchgesetzt. Aber wenn man sich, wenn man genau hinguckt, dann ist der 8-Stunden-Tag zweifellos das Produkt einer Revolution gewesen. Aber er war in gewisser Weise gleichzeitig auch ein Instrument zur Eindämmung dieser Revolution. Ich fürchte, also diese Ambivalenz, diese Doppeldeutigkeit kann man nicht aus der Welt bringen. Und vielleicht ist Arbeitszeitpolitik, steckt sie immer in diesem Dilemma, dass sie einerseits in gewisser Weise auch auf eine revolutionäre Situation angewiesen ist, um wirksam werden zu können, in dem gesellschaftspolitischen Sinn, wie Bodo Ramelow das gerade gefordert hat, dass sie aber andererseits diese revolutionäre Situation selber nicht herstellen kann, sondern im Gegenteil sogar vielleicht immer in der Gefahr steht, gegen weiterreichende, tatsächlich fundamentale gesellschaftliche Veränderungen hervorbringende Bemühungen ausgespielt zu werden. Und ich denke, dass ein bisschen die Zurückhaltung, die man in den Gewerkschaften und durchaus auch bei den Linken gegenüber der Politik der Arbeitszeitverkürzung spüren kann, hat auch was mit diesem Dilemma zu tun. Also hat beispielsweise was damit zu tun, dass, also nicht unbedingt so radikal, die Befürchtung da ist, statt die Lohnarbeit abzuschaffen, wird sie einfach nur zeitlich begrenzt. Die Praxis zeigt, Arbeitszeitverkürzungen bringen nicht nur Segen, sondern sie werden oft auch bezahlt und auch bitter bezahlt, und zwar meistens von denen, für die sie durchgesetzt worden sind. Und es hat, glaube ich, meinem Eindruck nach wenig Sinn, also sich darüber hinwegzutäuschen, dass der Glanz des 8-Stunden-Tages sich aktuell nicht übersetzt in eine entsprechende Euphorie in Richtung 6-Stunden-Tag. Wobei, also ich bin selber die Erfinderin des fantastischen Tarifvertrags zum 6-Stunden-Tag, aber bestehe da gar nicht drauf. Es darf auch die 28-Stunden-Woche sein, oder hier ist gerade immerhin in der Bundeszentrale für politische Bildung ein neues Buch erschienen von Rutger Bregmann, und da steht keck drauf, die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche. André Gorz hat vor nicht allzu langer Zeit das 1000-Stunden-Jahr gefordert, und wenn Thomas Morus schon 1500 und ein paar zerquetschte gemeint hat, es wäre Zeit für den 6-Stunden-Tag, dann sind wir vielleicht mit unserer 30-Stunden-Woche, und wenn wir das heute immer noch meinen, 6 Stunden stünden auf der Tagesordnung, also einfach immer noch viel zu bescheiden. Wir wissen also, dass von Thomas Morus im 16. Jahrhundert beginnend die großen sozialen Utopien, die die Arbeiterbewegung inspiriert haben, sie vorangebracht haben, alle, also eine Komponente der kürzeren Arbeitszeiten beinhaltet haben. Und da war der 8-Stunden-Tag eigentlich schon ein pragmatisches Zugeständnis, nicht gleich so weit zu treiben, wie man es für eigentlich notwendig gehalten hätte. Die meisten werden wissen, dass Paul Lafargue 1880 vorgeschlagen hat, zu verbieten, dass Menschen mehr als 4 Stunden am Tag arbeiten. John Maynard Keynes war ein entschiedener Verfechter kürzerer Arbeitszeiten, noch in Richtung 3 Stunden. Und wenn man sich also die großen
Namen der drei ja im Übrigen sehr feindlichen Strömungen der politischen Ökonomie und ihrer Kritik ansieht, nämlich John Stuart Mill für den Liberalismus, Karl Marx und John Maynard Keynes, dann sieht man, die sind in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlicher Meinung, aber in einem Punkt sind sie absolut gleicher Meinung, nämlich der Sinn der Entfaltung der modernen Ökonomien, der Sinn der Entfaltung des technischen Fortschritts ist neben der Reichtumsmehrung möglichst für alle, vor allem auch die Anreicherung der Zeit, die allen zur Verfügung steht, nicht nur quantitativen, sondern auch qualitativen, bildungspolitischen, kulturellen Reichtum zu genießen. Und die Frage ist, warum ist diese Einigkeit, die so unterschiedliche Strömungen, so unterschiedliche Menschen so lange verbunden hat, die sich dann, also wie auch immer, auf den 8-Stunden-Tag und seine Durchsetzung in ganz vielen Ländern der Welt über Jahrzehnte hinweg gebündelt hat, wo aber für die allermeisten ganz klar war, der 8-Stunden-Tag ist eine Etappe auf dem Weg in noch weitergehende Reduktionen der Zeit, der Lebenszeit, die durch Arbeit, durch Lohnarbeit, durch abhängige Beschäftigung gebunden ist. Warum ist das nicht unbedingt verloren gegangen, aber doch ganz offensichtlich in den Hintergrund, über lange Zeit jedenfalls getreten? Es gab immer die große Gegnerschaft zu dem Projekt kürzerer Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber haben den 8-Stunden-Tag 1918 nur zugestanden, weil sie befürchtet haben, sie müssen mit diesem Zugeständnis Schlimmeres aus ihrer Sicht, nämlich die Sozialisierung der Schlüsselindustrien, verhindern. Aber sie haben schon 1923 dafür gesorgt, dass der 8-Stunden-Tag mit der Öffnung zum 10-Stunden-Tag wieder relativiert wird und abgebaut wird. Und wir alle wissen, dass dann im Verlauf der Weimarer Republik und der Katastrophe, die sich dann angeschlossen hat, also seine praktische Wirksamkeit also vollständig wieder eingebüßt hat. Man kann sogar sagen, dass in gewisser Weise die Novemberrevolution den Aufbruch in eine neue Zeit in Gang gesetzt hat, der dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg auch wirklich stattgefunden hat. Auch was die dauerhafte Installierung des 8-Stunden-Tages anbelangt. Es hat immer wieder Versuche gegeben seitens der Arbeitgeber im Westen der Republik, diesen 8-Stunden-Tag wieder auszuhebeln. Und die Versuche sind in letzter Zeit wieder also sehr, sehr massiv und auch sehr schamlos geworden. Also ich habe auch für heute nochmal nachgelesen, was die BDA zum Thema zu sagen hat. Und es ist schon wirklich also erstaunlich, also mit welcher Ungeschminktheit einfach gesagt wird, wir wollen keine Begrenzung der täglichen Arbeitszeiten. Die ist im Moment bei 10 Stunden, sie ist nicht bei 8 Stunden. Also das heißt, sie wollen die Menschen länger als 10 Stunden an mehr als an 6 Tagen in der Woche arbeiten lassen. Und genauso skrupellos wird ganz offen gesagt, also wir wollen die Ruhezeiten, das geht nicht. Also dass die Menschen ununterbrochene Ruhezeit von 9 Stunden haben. Das ist also eine zu starke Reglementierung der Betriebe, das schmälert die Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so fort. Also ich denke schon, die Schamlosigkeit, mit der man das heutzutage vorträgt, hat eine neue Qualität. Aber das Unbehagen an jener Art von Reglementierung der Arbeitszeit ist so alt, also wie jeder Versuch, genau dies also in die Gänge zu bringen. Deshalb hat auch Karl Marx, also ihr wisst, ich komme aus Trier und Trier ist zurzeit im absoluten Marx-Rausch. Das Ampelmännchen lässt grüßen.
Die Praline lässt grüßen. Und wahrscheinlich also bin ich jetzt auch also ein bisschen angesteckt. Also, ne? Also Karl Marx also hat also auch zu dieser Problematik der dilemmatischen politischen Einordnung der Politik der Arbeitszeitverkürzung eine sehr eindeutige Stellung bezogen, indem er nämlich die Politik der Arbeitszeitverkürzung als im Erfolgsfall als Sieg der politischen Ökonomie der Arbeit gegenüber der politischen Ökonomie des Kapitals gewürdigt hat, was eine sehr starke Würdigung einer Politik ist, die ja zunächst mal Produktionsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse unangetastet lässt. Und das also veranlasst mich zu der Frage, ob denn diese Diagnose, also dass die Politik der Arbeitszeitverkürzung nicht selbst diesen Aufbruch in eine andere Zeit auch in Gang setzen kann, ob die Diagnose nicht vielleicht zu vorsichtig ist. Also hat eine konsequente Politik der kürzeren Arbeitszeit, also liegt nicht in der Entwicklung einer solchen Politik, liegt nicht im Beharren auf der Notwendigkeit und dem wünschenswerten Status kürzerer Arbeitszeiten von mehr Leben im Leben. Also liegt in der Arbeit an diesem Projekt der Arbeitszeitverkürzung nicht auch eine Chance, quasi diesen Aufbruch zu befördern, den das Projekt dann aber auch braucht, um wirksam zu werden. Und ich würde jetzt also vielleicht auch für die Diskussion dann im Anschluss die These formulieren, dem ist so. Also Arbeitszeitverkürzung ist vielleicht nicht unbedingt so, wie sie dann in gewerkschaftlichen Kontexten real diskutiert wird. Also sehr stark fokussiert auf mehr oder weniger quantitative Beschäftigungseffekte. Sondern, also wenn man sie in dem Umfeld wahrnimmt, aus dem heraus sie überhaupt die Prominenz entwickelt haben, die sie mal hatten, dann ist sie in sich ein gesellschaftspolitisches Projekt. Und sie wird es nicht erst dadurch, dass sie in ein gesellschaftspolitisches Projekt eingebunden ist. Und das hat unter den gegenwärtigen Bedingungen aus meiner Sicht vor allem die Bedeutung, dass die Defensive, in der sozial-emanzipatorisches Denken und Handeln offenkundig schon seit einiger Zeit steckt, sich im Wesentlichen auch daraus ergibt, dass wir jetzt mal alle in der Lage sind, hier in Thüringen sogar der Ministerpräsident, eine gute Analyse des Status quo hinsichtlich der darin enthaltenen Risiken abzuliefern und hinsichtlich der darin enthaltenen Zumutungen. Und auch die Einschätzungen, was mit Digitalisierung, was mit Globalisierung, was mit ungebremster Deregulierung an Problemen auf die Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf die Kultur und so weiter zukommt. Also die Einschätzung kann auch auf relativ breite Zustimmung rechnen. Und das Neue, womit wir konfrontiert sind, ist, dass dazu hätte man vielleicht früher gesagt, das ist eine umfassende Kapitalismuskritik, die wir zu leisten haben und die wir auch leisten. Um nicht sogar das Wort Systemkritik in die Debatte zu werfen. Und darauf hatte die Linke mal ein Monopol. Das hat sie aber nicht mehr. Inzwischen gibt es Kapitalismuskritik, die sich in ihren einzelnen Facetten von linker Kapitalismuskritik kaum unterscheidet. Inzwischen gibt es Systemkritik,
die sich, also beispielsweise, was die Eliten anbelangt, die Selbstrekrutierung der Eliten anbelangt, von linken Einsichten geradezu nähert, sie geradezu abschöpft, die aber überhaupt keine sozial-emanzipatorische Tendenz hat, sondern nach außen aggressiv gerichtet wird gegen alles Fremde, gegen alles andere, die ganz stark eine autoritäre Lösungsstrategie befördert, die auch in kultureller Hinsicht, also alles, was irgendwie mit Emanzipation oder Öffnung althergebrachter Gewohnheiten zu tun hat, aggressiv zurückweist. Und ich befürchte, der Humus, aus dem sich das speist, ist, dass diese Kritik ja partiell durchaus berechtigt ist. Und wo wir, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt mehr oder minder versagen, ist den falschen, der Systemkritik, der Kapitalismuskritik, die da von rechts formuliert wird, eine Kritik entgegenzuhalten, die die reale Möglichkeit, dass es in unserem Sinn auch anders sein könnte, wirklich glaubhaft belegen kann. Was wir können, und da würde ich mich auch gar nicht mit ausnehmen, wir können Forderungen aufstellen. Wir können sagen, wir brauchen eine Bürgerversicherung. Wir können sagen, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung. Wir können sagen, wir brauchen die Grundsicherung für Kinder. Manche von uns werden vielleicht auch sagen, wir brauchen eine generelle Grundsicherung. Also man hat sozusagen die Systemkritik, die Kapitalismuskritik und man hat dagegen das, was man anders haben will. Aber man kann in der Realität, in der wir leben, nicht mehr angeben, an welchen realen Entwicklungen diese Forderungen anknüpfen können. Das ist, ne, Trier, Karl Marx ja, unmarxistisch. Das kann eigentlich, wenn denn die marxische Kapitalismuskritik richtig gewesen wäre, dann kann das eigentlich nicht stimmen. Weil von Karl Marx haben wir alle gelernt, der Kapitalismus bringt sozusagen die Möglichkeit seiner Überwindung selbst hervor. Also das, was an ausbeuterischen ökologisch unverträglichen und so weiter Entwicklungen von dem Status quo ausgeht, wird quasi in der Entwicklungsdynamik dieses Status quo selbst auch wieder in Frage gestellt. Und deshalb kann eine Politik, also die sich jetzt sozial-emanzipatorisch mit der Wirklichkeit auseinandersetzt, die kann eben nicht nur Forderungen artikulieren, sondern sie kann immer auch sagen, welche realen Möglichkeiten im Status quo enthalten sind, diese Forderungen umzusetzen. Und meine These ist, dass wir das zurzeit nicht mehr so besonders gut können. Und genau da liegt aus meiner Sicht jetzt, da schließt sich der Bogen, das Potenzial von Arbeitszeitpolitik. Denn Arbeitszeit, die reale Arbeitszeitentwicklung, ist tatsächlich hochgradig widersprüchlich. Wir haben den Angriff auf den 8-Stunden-Tag. Wir haben also eine weitgehende Flexibilisierung der Arbeitszeitsysteme. Wir haben also die Ausweitung von ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen. Wir haben Entwicklungen, die quasi
statt mehr Leben ins Leben zu bringen, Menschen immer mehr also unter die Fuchtel der Arbeit zwingen, indem sie nämlich mit ihrem Handy, also was weiß ich, 24 Stunden am Tag verfügbar bleiben. Das alles ist an realer Entwicklung zu beobachten. Wir haben auch das, was schon angesprochen worden ist, einen Verlust an Gestaltungsmacht gegenüber der Realität der betrieblichen Arbeitszeiten seitens der Gewerkschaften, seitens des Gesetzgebers genauso. Aber wir haben auch gleichzeitig eine Entwicklung, die quasi eine säkulare Tendenz weiter befördert, an die schon immer sich die Politik der Arbeitszeitverkürzung hat anschließen können. Denn weiterhin sinkt die im Durchschnitt pro Erwerbstätigen geleistete Arbeitszeit. Sie sinkt und sinkt und sinkt. Und da kann also die marktkonforme Demokratie von Frau Merkel oder wer auch immer veranstalten, was sie wollen. Letztendlich unterm Strich steigt das Volumen an bezahlter Arbeit im Durchschnitt von denjenigen, die sie erbringen, nicht, sondern es sinkt. Und wir haben einen Bruch in der Entwicklung, den man jetzt eher für Westdeutschland festmachen kann als für Ostdeutschland. Wir hatten bis zum großen Kampf um die 35-Stunden-Woche Mitte der 80er Jahre und den Auswirkungen dieses Kampfes, hatten wir den gleichen Prozess eines Rückgangs der durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit. Dieser Prozess war aber gesteuert und kontrolliert von tarifvertraglichen, gesetzlichen Eingriffen in die Gestaltung der Arbeitszeit. Seit 1990 ungefähr, also seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, hat der Prozess die gleiche Konsequenz, aber er vollzieht sich nicht mehr auf der Grundlage von Tarifverträgen, sondern er vollzieht sich durch die Ausweitung von Minijobs, durch die Ausweitung von Teilzeitarbeit, durch diskontinuierliche Erwerbstätigkeit, zum Teil durchaus auch, dass Menschen die Normalarbeitszeit auch selbst tatsächlich nicht wollen. Also im Westen hat sich die gesamte Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit in Form von Teilzeitarbeit vollzogen, teils erzwungen, teils aber auch durchaus, weil viele Frauen die Art des Lebens, die noch übrig bleibt, wenn man dem sogenannten Normalarbeitszeitstandard sich unterwirft, einfach nicht wollen. Und ich glaube, dass auch es gibt einfach auch Untersuchungen dazu, dass auch in den östlichen Bundesländern ein Teil der Zunahme von Teilzeitarbeit durchaus auch bei Teilen von Frauen der einer gewissen also Sympathie für kürzere Arbeitszeiten geschuldet ist. Wobei natürlich, also das in der Forschung, also wird das dann oft dargestellt, Frauen haben eine Präferenz für Teilzeitarbeit. So kann man das nicht interpretieren. Also Frauen haben keine Präferenz für Lohnverzicht, sondern sie haben eine Präferenz für kürzere Arbeitszeiten. Und die Präferenz für kürzere Arbeitszeiten wird sozusagen zwangsweise in die Form der Teilzeitarbeit umgelenkt, weil der Normalarbeitszeitstandard sich nicht an den Interessen und an den Bedürfnissen von Frauen orientiert, sondern nach wie vor eher, es tut mir leid, an der doch immer noch relativ stark auf Hauptsache Arbeit orientierten männlichen Lebensvollzügen. Aber nichtsdestotrotz, das alles findet statt. Also es findet eine Restrukturierung der Arbeitszeiten statt, die uns in der konkreten Ausgestaltung auf die Defizite und auf die Versäumnisse der Arbeitszeitpolitik verweisen. Das heißt, wir haben nicht einfach nur, es müsste aber und es sollte aber und es wäre aber doch schön, wenn die Menschen weniger arbeiten würden,
während sie gleichzeitig immer mehr arbeiten, sondern wir haben tatsächlich eine reale Entwicklung hin zu kürzeren Arbeitszeiten. Und diese reale Entwicklung hin zu kürzeren Arbeitszeiten erfordert quasi ein anderes politisches Handeln als das, wie es in den letzten 20, 30 Jahren dominant war. Dazu bedarf es auch einer, also vielleicht wirklich also spezifisch deutschen Problemdiagnose, die aus der ost-westdeutschen Vereinigung, wie es so schön heißt, resultiert. Wir hatten in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also in der Zeit, in der die Gewerkschaften in der westlichen Bundesrepublik den großen Streik für die 35-Stunden-Woche durchgeführt haben. Ich darf mal gerade daran erinnern, das war die Zeit, als wir schon Maggie Thatcher in England hatten und Ronald Reagan in den USA und als Helmut Kohl die geistig-moralische Wende angekündigt hatte. In dieser Situation schaffen es die Gewerkschaften, also nicht alle Gewerkschaften, was man auch nochmal betonen muss, es gab ja auch innergewerkschaftlich ziemlich Streit, also über die Frage, also wie die Arbeitszeitpolitik ausgerichtet ist. Also gehen Sie in eine Auseinandersetzung um die Dauer der Wochenarbeitszeit. Und obwohl also der in den dominanten Argumentationsmustern der IG Metall, der Drupa, also doch dieser Gesichtspunkt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen ganz stark war, wobei dann die Frage nach der Qualität dieser Arbeitsplätze oft nicht so wirklich im Vordergrund stand, war trotzdem die ganze Kampagne getragen von dem, was dann Hans Janssen und Klaus Lang mal genannt haben, eine gesellschaftliche Mobilisierung. Und im Grunde genommen eine gesellschaftliche Mobilisierung für eine, was du genannt hast, solidarische Gesellschaft, für eine solidarische Bewältigung der Probleme, mit denen wir im Zuge der zunehmenden Massenarbeitslosigkeit alle sozusagen konfrontiert waren, von denen aber eben nur einige anders betroffen waren als andere. Und mit dieser gesellschaftlichen Mobilisierung, sind ja viele hier, die an der Zeit damals auch mitgewirkt haben, haben es meines Erachtens die Gewerkschaften geschafft, genau diese geistig-moralische Wende, die Kohl herbeiführen wollte, zumindest mal abzubremsen und ich würde sogar sagen, zu verhindern. Und Ende der 80er Jahre war das Ende der Ära Kohl eigentlich sicher. Der Kanzlerkandidat der SPD hieß damals Oskar Lafontaine. Und es war klar, also dass Oskar Lafontaine die Bundestagswahlen gewinnen würde. Und die SPD, damals jedenfalls noch, war in Teilen gewillt, wirklich sowas wie eine Wende in eine andere Moderne, so hieß das damals bei Ulrich Beck, in einen Gestaltwandel der Moderne, raus aus einer verengten, verkürzten Arbeitsgesellschaft, die keinen Platz lässt für Politik, die keinen Platz lässt für Kultur, die alles nur auf Arbeit, Arbeit, Arbeit fokussiert, wo man jeden Scheiß damit rechtfertigen kann, also dass er gemacht werden muss, weil das ja Arbeitsplätze schafft. Da also wollten doch Teile der SPD heraus und sie haben sich in einen Programmprozess begeben, der nannte sich damals F90. Und nun ratet mal, welche arbeitszeitpolitische Komponente F90 hatte. Der 6-Stunden-Tag, genau. Allen Ernstes war der 6-Stunden-Tag Programm, offizielles Programm der für die Bundestagswahl antretenden Sozialdemokratie. Nicht nur das, wir hatten auch bei den Gewerkschaftsfrauen eine ganz klare Beschlusslage Richtung 6-Stunden-Tag. Bedauerlicherweise
war Franz Steinkühler, der damalige Vorsitzende der IG Metall, davon nicht so begeistert. Und es gab also durchaus Tendenzen, wie soll ich sagen, also diese Arbeitszeitfrage in einen veritablen Geschlechterkonflikt umzuwandeln. Aber nichtsdestotrotz, auch der ein oder andere Kollege, also stand sozusagen an der Seite der Frauen im Kampf um den Sechs-Stunden-Tag. Und der Kampf um den Sechs-Stunden-Tag war aber Teil, und zwar organischer Teil, eines gesellschaftspolitischen Projekts, was sich vom Status quo der westlichen Bundesrepublik verabschieden wollte. Es gab damals wirklich sehr schöne Feststellungen, wie zum Beispiel: Die Zukunft hat aufgehört, die Verlängerung der Tendenzen der Vergangenheit zu sein. Wir müssen was Neues schaffen. Oder Oskar Negt, dem habe ich dann später das geklaut, er hat ein Kapitel in einem Buch überschrieben, ich habe dann gleich ein ganzes Buch damit gemacht, mit der Überschrift: Nur noch Utopien sind realistisch. Die Botschaft war, wenn wir weitermachen wie bisher, dann fährt der Karren gegen die Wand. Und dann kommt alles Wunderbare, aller wunderbarer Fortschritt als destruktive Zerstörung, als destruktiver Bankrott quasi der Industriemoderne auf uns zurück. Wir müssen raus. So, und dann kam die deutsche Einheit. Schluss war. Und für mich, also ich habe zwei Schlüsselerlebnisse mit der deutschen Einheit. Das eine war in New York, da war ich dann nämlich gerade. Und da sitze ich in der U-Bahn und habe um mich herum ganz viele Menschen sitzen, die alle eine Zeitung vor der Nase haben. Und auf der Zeitung stehen zwei Worte: We won. Ich wusste nicht, was passiert war. Und ich dachte mir, was haben sie denn? Wo haben sie denn gewonnen? Ja, also das war die US-amerikanische Wahrnehmung. Ich war dann auf so einem Gewerkschaftskongress, wo der damalige US-Präsident George W. Bush Senior gesprochen hat. Und er hat einmal nach dem anderen mal wiederholt: That's our triumph. Und der ganze Saal von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen stand jubelnd auf den Stühlen. Das war das eine Schlüsselerlebnis. Das andere Schlüsselerlebnis war: Ich sitze irgendwann in Berlin vor der Glotze und gucke in die Glotze rein, da wird der Bildschirm blau und bleibt blau, dunkelblau. Und dann kommt Zukunft. Der Arbeit. Deutsche Bank. Und Zukunft der Arbeit war ein Schlüsseldiskurs in diesem, das ist sehr freundlich von dir. In diesen Prozessen, von denen ich berichtet habe, wo es um den Ausstieg aus falschen Kontinuitäten in der westlichen Bundesrepublik Deutschland ging. Und ich habe nicht, wie jeder Mensch, man hat ja gerne recht, aber es gibt ja doch auch Situationen, wo man auch nicht so gerne recht hat. Anfang der 90er Jahre hatte ich mit einem ehemaligen DDR-Institut viel zu tun, die einen Sozialbericht veröffentlicht haben, und zwar den Sozialbericht in den neuen Bundesländern. Und in diesem Sozialbericht für die neuen Bundesländer, ich glaube 1992 oder sowas ähnliches war das, habe ich einen Artikel geschrieben, der hatte die Überschrift "Die blockierte Transformation". Und die These war: mit dieser Haltung, im Osten muss sich alles, aber auch wirklich alles ändern, und im Westen kann alles, aber auch wirklich alles bleiben, wie es ist, ist alles das, was da im Vorfeld der 80er Jahre im Westen diskutiert und in Angriff genommen worden war, vom Tisch gewischt. Und das verhindert, dass es dann eine gesamtdeutsche Transformation gibt, die dann tatsächlich für alle mehr Freiheit, mehr Gleichheit, mehr Solidarität bewirken wird. Und ich habe damals gesagt, das werdet ihr noch mal teuer zu bezahlen haben.
Und ich, wie gesagt, ich bin nicht froh, dass ich recht hatte. Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, und damit komme ich auch zum Schluss, eigentlich ist ja die Rückerinnerung an Vergangenes kein guter Ratgeber für die Bewältigung der Zukunft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es die Möglichkeit und die Notwendigkeit gibt, im Grunde genommen nochmal neu an einer konzertierten, doppelseitigen Transformation in Deutschland anzuknüpfen, alte Debatten im Osten wie im Westen um notwendige Transformationsprozesse in neue Kontexte zu überführen und aus diesen alten Debatten übersetzt in die inzwischen fundamental veränderten Bedingungen ein Transformationsprojekt zu entwickeln, in dem sich die Menschen, also jedenfalls die, die noch was übrig haben für Solidarität und Emanzipation, wiederfinden können. Und ich glaube, dass einer der zentralen Punkte eines solchen Transformationsprojektes sein müsste, dass wir nicht mehr davon ausgehen, wir können den alten Klassenkampf reaktivieren. Wir können auch nicht mehr davon ausgehen, also wie das heute, also ich gehe auch demonstrieren unter diesem Logo, aber wir sind mehr. Wir sind mehr, aber wir sind auch sehr verschieden. Und was wir versuchen müssten zu bewerkstelligen, wäre eigentlich nicht eine Mehrheit der Ähnlichen, sondern genau eine Mehrheit der Verschiedenen oder auch eine Mehrheit der Minderheiten, und zwar der Minderheiten, die einander in wechselseitiger Akzeptanz und Solidarität verpflichtet sind. Und ich glaube dann, also wenn man das versucht herauszukriegen, wo in den verschiedenen Minderheiten Anknüpfungspunkte für eine solche Mehrheit der Minderheiten, die aber sich nicht wechselseitig ausgrenzen und diffamieren, sondern sich wechselseitig schätzen und akzeptieren und auch stützen, wo es da in den einzelnen Teilen des politischen Spektrums, des kulturellen Spektrums reale Entwicklung in die Richtung gibt, dann glaube ich, kommt man aus dieser Situation heraus, dass man furchtbar erschreckt ist, dass plötzlich die eigenen Argumente gegen den Status quo in einen Kontext gepackt werden, bei dem einem nur schlecht werden kann. Das heißt, der Kontext, und insofern also stimme ich dem, was du gesagt hast, also vollkommen zu, der Kontext, in dem wir die Kritik packen, der muss quasi neu konstruiert werden, und er kann und darf nicht nur negativ bestimmt werden, sondern er muss und kann auch positiv bestimmt werden. Und ich bin nicht der Meinung, also dass man über Arbeitszeitpolitik die Welt komplett verändern kann. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Geschichte des 8-Stunden-Tages modernisiert, reanimiert, auf neue Konstellationen hin ausgerichtet und auch nicht im Duktus der Verteidigung der Errungenschaften der Vergangenheit, sondern des Erschließens der Möglichkeiten der Zukunft, wirklich dann auch nochmal über eine engagierte Arbeitszeitpolitik genau diesen Aufbruch in eine neue und andere Zeit beflügeln kann. In Marburg, wo ich ja lange Professorin für Politikwissenschaft und so weiter war, da gibt es den sogenannten Gehgang. Und in diesem Gehgang gibt es ein Graffiti. Und auf dem Graffiti ist eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Und die Mutter, also ich weiß nicht, ob es die Mutter ist, vielleicht ist es einfach die Tante. Die Mutter oder die Tante sagt zu dem kleinen Sohn: Kevin, es könnte alles noch viel schlimmer sein. Ja, sagt Kevin, aber es könnte auch alles viel besser sein.
Und ich glaube, das muss die Linke zum Programm erheben. Dankeschön.